Hallo Jungs, Bausatzmontage habe ich auf Französisch gemacht, weil es für einen Franzosen ist. Und es geht mir zu lang, beides zu machen, also Teil auf Deutsch, Teil auf Französisch. Und danach auf die Videomontage zu gehen, mit Deutsch drauf reden, ohne Ton, das ganze Zeug interessiert mich nicht. Wie weniger ich am PC bin, wie glücklicher bin ich. Ganz einfach ist das. Wie mehr ich draußen bin, wie glücklicher bin ich auch. Das ist so. Wir haben heute den MSC CCR-M. Den kannst du, das ist ein M-Chassis, also kurz mit kleinem Räder, ist die Standard 1 zu 10er. Radstand von 210 bis 240 oder sowas haben die hier drin. Wir gehen das durch. Hier wollten wir M-Chassis mit Schmalspur vorne, Breitspur hinten. Es gibt ein oder zwei Karo, wo das super schön reinpasst oder sogar muss. Wir wollten Motor vorne können montieren, weil wir hinten wegen der Karo keinen Platz haben. Die Karo kommt noch. Er sitzt dann, wenn sie da ist. Also ist dieses Chassis genau, was wir wollen dafür. Ist Scale, du hast Bremsscheiben, die Kleber für die Bremsscheibe, die Bremszangen. Ihr wisst, das Ganze interessiert mich nicht. Der das Auto will, natürlich wahrscheinlich auch nicht, wenn es steht, siehst du ja fast nichts rein. Also ist ja so, und es kommen auch nicht die Räder drauf, weil es nicht zu der Karo passt. Also, schade ist und ist ziemlich unverständlich für mich, dass so ein kleiner Chassis mit zwei Antrieb, du kannst natürlich zwei Antrieb mit Motor vorne, Motor hinten oder Frontantrieb mit Motor vorne machen, natürlich dazu mehr Gewicht vorne hast, um den Antrieb zu haben. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass so ein Chassis keine hydraulische Stoßdämpfer hat. Das sind nur Federn. Natürlich, also die fahren ja nur auf ganz mega flache Piste Indoor. Okay, wenn das Gewicht drin ist, ist er, muss ich sagen, schön im Pendel, aber das kommt dann so rum und in den Kurven, wenn du ein bisschen Grip hast, macht das Rad auch so, verlierst du sehr schnell Grip. Du kannst nichts einstellen. Hinten und vorne natürlich ein bisschen Spur, das war's. Kein So-Winkel, kein So-Winkel, nix. Was auch sehr komisch ist auf so ein Chassis. Für die Kraft am Boden zu bringen. Die haben das nur gedacht mit so einem kleinen Kohlenmotor oder sowas. Oder 21 oder 25 Turnmotor mit 2S, um easy auf kleine Piste zu fahren. Kann ich verstehen. Reicht auch, aber das kleine bisschen mehr von hydraulischen Stoßdämpfer war doch sowas von schön gewesen. Oder Doppelfeder. Feder unten, Feder oben, dass das Ding mindestens ein bisschen im Pendel hält. Natürlich, wenn wir fahren, werden wir sehen. Weil das Auto leicht ist, reicht es sehr wahrscheinlich. Also, zu den Details über das Autoline. Motorhalterplatte ist verschieden vorne und hinten. Du hast zwei dabei. Du kannst Schmalspur fahren, alle vier, oder Breitspur, oder Schmalbreit, oder Breitschmal, auch wenn ich nicht weiß, was du da für eine Karo drauf machst, aber du darfst es machen, du hast es gekauft. Also hast du zwei kurze und zwei lange Wellen. Mir fehlen die langen Wellen. Ich habe nur die kurze bekommen. Ich muss da mit dem Laden schnell gucken, ob sie die organisieren können. Du kannst Radstand 210, 225, 235, 239, 242 machen. Natürlich, um ganz lang zu gehen, musst du natürlich die lange Chassisplatte kaufen. Vom 1 zu 10er Standard, ist klar. Kugelköpf hier gibt es eine Achtung. Du hast hier Standard Kugelköpfe mit 4 mm, die dir erlauben, jede M-Räder zu montieren, die es auf dem Markt gibt. Also fast alle. Und du hast optionale Kugelköpfe hier. Also die sind hier nicht drauf, die dann größer sind, 5 mm, wo sie dir sagen, pass auf, du kannst dann nicht mehr jede M-Felge montieren. Weil gewiss haben ein paar Rillen drin, jetzt Tamiya, wo es dann natürlich streift. Chassis ist super flex. Ist kein Problem, ist ein leichtes Auto, es fährt ja nicht schnell. Servo. Stehend montieren musst du die Füße abschneiden. Das steht nirgendwo, dass du ein Servo kaufen musst ohne Füße. Wenn du einen so hast und die Füße abschneidest, hat er keine Garantie mehr. Ist schade. Risiko, dass was kaputt geht, ein Servo, so ein leichtes Auto ist klein, also okay. Hätte aber gern, dass das ein bisschen besser gedacht ist, also auf der Schachtel oder so besser steht. Servo selber ist
23 oder 25 Zahn, das musst du auch wissen. Du hast natürlich auch hier mehrere Möglichkeiten, Servomontage. Du kannst ihn hier verschieben, je nach Heckantrieb oder Frontantrieb oder was du willst. Batteriefach dasselbe. Mit Heckantriebmotor vorne kannst du nur kurze Batterie montieren, wenn der Turbomotor hinten ist, oder vorne kannst du lange Batterie reinbauen, das ist kein Problem. Denk daran, wenn du jetzt so rausfährst, kannst du nur eine Shorty oder einfach eine, meine 3 ist 2002, oder sorry, 2 ist, reicht ja auch. Auch 3 ist, geht auch rein. Du kriegst ja die Kraft nicht am Boden, ist klar. Geht dann auch rein. Du musst hier lösen, die Clips wegmachen, nach vorne die Lasche ziehen, rausziehen, um natürlich Batterie einklemmen. Du kannst natürlich auch kürzer machen noch, wenn du wirklich, wie gesagt, eine Shorty fährst. Du kannst alles zurück oder nach vorne schieben, solange dass du Motor nicht hier hast. Wenn du Motor hier hast, bist du relativ angeklemmt mit der Batterie. Aber mein, du hast ja große Wahl. Wie gesagt, es ist gar kein mega Rennauto. Chassis, Karo-Befestigung hast du kurze, lange, was du willst damit. Du kannst wirklich viele Karos drauf anpassen, also was M-Chassis ist natürlich. Wir haben wir haben Heckdiff, Kugelheckdiff oder Kugelfrontdiff. Ein Kugeldiff einfach. Einstellung hast du eine Schraube hinten durch nach vorne. Das heißt, um einzustellen, musst du die Hälfte ausbauen. Du kommst auch nicht schnell an den Zahnrad, um ihn ersetzen, weil du ja das nur indoor fährst und sauber, passiert da niemals was. Ist klar. Die Aufhängung ist gut gemacht. Die Räder sind immer schön am selben Winkel. Muss man ihm lassen. Wäre aber so schön mit ein bisschen mehr was bremst da drauf. Ja? Ich habe jetzt einen Standard-Servo einbaut. Natürlich brauchst du das nicht in Low-Profile. Mit 9 Kilo reicht da überaus. So. Wir machen mal ein bisschen Gewicht rein, damit du siehst, wie das aussieht mit Gewicht. Wir machen jetzt zu viel Gewicht rein. Wir machen eine große Batterie rein. Guck mal. Dafür haben wir einen Brushless-Motor, der ein bisschen leichter ist. Keine Angst, ich mache keinen 4,5 Turn da rein. 7000 RPM bringen wir hier nicht am Boden. Wir haben Regler vorgesehen, ganz kleiner, so 35 Ampere Regler auf der Seite geklebt vom Servo, Frontempfänger hier oder hier geklebt mit so kleinen Zusatzplatten und natürlich Batterien der Länge. Wir machen das mal nur kurz rum, so dass du siehst mit dem Licht. Wenn du Motor vorne hast, kannst du Regler natürlich auch hier einbauen, wenn es ein bisschen größeren Regler ist wie hier. Du kannst natürlich Batterie lange haben, Regler hier montieren, Empfänger da. Ich vermisse eine Empfängerbox. Hätte hier vorne schön reingepasst mit dem Motor hinten. Wenn Motor vorne ist, hast du hier auch ausreichend Platz, um eine saubere geschlossene Empfängerbox zu montieren. Wieso? Wenn das Auto ja noch drin fährt, damit der ganze Kabelkram aufgeräumt ist. Das habe ich gern, wenn der Kabelkram weg ist. Wenn du natürlich ein kleiner Empfänger hier montierst und kleiner ESC hier vorne. Das ist ja alles schön. Das passt ja auch noch rein. Guck mal. Wir können das so verschieben. Geht auch noch. Und so siehst du vom Gewicht, dass das Auto schön liegt. Du kannst, siehst du, du hast ein bisschen Freiraum. Also hier haben wir zu viel Gewicht auf der Vorderachse. So rum wird es besser. So. Aber, siehst du, kleinste Unebenheit hast du hier. Grashopper. Und wo sieht dann das Scale aus, wenn du aus einer Kurve kommst mit ein bisschen Grip, das Rad ein bisschen Grip kriegt und klebt, wenn das Ding dann so rumgumpert. Das finde ich jetzt gar nicht Scale. Wenn das Auto nur gemacht ist, um rumzustehen auf dem Tabla, brauche ich kein RC-Auto. Kaufe ich sofort nur den Bausatz. Aber viele Leute gefallen das. Ist auch recht so, muss für jeden was da sein. Und das sind jetzt natürlich nur so Sachen, die ich jetzt sage, statisch. Ich bin ja das Ding nicht gefahren. Kann sein, dass wir das Ding fahren, das Ding eine mega Straßenlage hat und dass wir mega Plausch damit haben. So,
zu Bedienungsanleitung. Ist schön komplett gemacht, was die alle Möglichkeit hält. Da haben wir schon im Unboxing erwähnt. Wide oder Short Breite. Ist relativ klar, lustig ist, die rechte Seite ist links abgebildet. Du arbeitest gegen dich. Das heißt, du montierst das Auto so rum. Und das ist für die meisten Leute dann ein bisschen komisch. Weil bei der Montage bist du dann meistens so oder von der Seite her. Also hier bist du rechts, links verkehrt. Hier auch. Also daran denken. Weil du machst das sehr schnell umgekehrt rein. Hier auch für die Achse. Ja, umgekehrt ist gegen dich. Dabei, also schräg so. So arbeitest du. Und am Schluss meinen die meisten Leute, also vielleicht ist es anders in China. Vielleicht mache ich nur das so. Das ist ein bisschen ungewöhnt, ganz einfach. Du musst aufpassen, Bulkhead vorne, hinten sind verschieden. Du hast links, rechts, aber hinten statt A und B und nicht mehr links, rechts, weil du, je nach wie du den Motor baust, vorder oder hinter der Achse natürlich das umkehren musst. Dann hast du immer hier statt, das ist Frontantrieb, Heckantrieb mit Mittelmotor und Heckantrieb mit Hintenmotor. Also musst du natürlich die gute Seite auswählen für dich. Das ist mal eins. Dann steht hier Front Upper Arms und Front Lower Arms. Es steht nirgendwo was von hinten. Du musst aber alles zweimal bauen. Weil einmal ist es vorne, einmal ist es hinten. Ich habe jetzt mal vorne gemacht, breit hinten. Einfach daran denken, das ist ja falsch. Das ist einfach vorne und hinten. Weil es sind die genau selben Querlenker vorne hinten. Dann gehst du auf die richtige Seite natürlich immer, was du machen willst. Motor vorne oder hinten oder Mitte. Dann kommt noch dazu Radstand. 210, 225. Und dann kommt dazu 233, 239, 245. Siehst du? Du musst immer aufpassen, auf welche Seite du dann richtig stehst. Für jede Länge ist das so. Dann kommt es auch so natürlich bei der Lenkungsstangen. Breitspur oder Schmalspur. Hinten oder vorne ist auch so. Dann kommst du wieder auf verschiedene Sachen mit der Länge. Je nach Motor, wenn der Motor am Heck ist, kannst du Servo hier bauen. Wenn der Motor an der Front ist, kannst du in die Achse bauen. Siehst du hier, wenn natürlich Motor vorne ist, musst du Servo hinten verbauen. Wenn Motor hinten ist, kannst du Servo hier verbauen oder vorne in Mitte. Je nach Gewichtsverteilung, die du willst. Also du kannst enorm viel an Gewichtsverteilung machen, aber null an den Einstellungen von den Achsen. So, danach kommst du hier auf einen Punkt, wo die sagen, eben wegen den Kugeln, Achtung, wegen Felgen. Da die Standardkugel dabei sind, wo du jede Felge montieren kannst, ist es Wurst. Du kannst natürlich die Scale-Zeugs montieren oder natürlich normale 12-Kant, die Scheibenbremse und das ganze Zeugs weglassen. Das dann für die, die mehr Wettbewerb fahren wollen. Ohne Einstellungsmöglichkeiten. Vorder- und Hinterachse sind auch alle vier selbe Radschenkel, einfach links, rechts. Natürlich, je nachdem, hast du die Welle drin oder nur die Nagel. Siehst du, hier hast du die Welle. Und die Federn, natürlich je nach Motor vorne und hinten, ist die harte Feder vorne oder hinten. Das ist klar, oder die weiche umgekehrt. Du hast noch mehr Möglichkeiten. Sie liefern Silber und Grün dazu. Du kannst noch Blau haben, Gold, Rot und Gelb. Je nach Härte. Und das war's fast. Da kommt noch die Verstrebung dazu, die du natürlich je nach Radstand in die anderen Löcher machen musst. Ist klar. Wir sind jetzt am kürzesten 210. Hinten passt natürlich schön rein. Hast du zwei Möglichkeiten. Vorne hast du zwei Möglichkeiten. Das Chassis hat aber drei Radstand. Und du siehst, hier kannst du noch eine verschieben.
aber trotzdem bist du hier vorne mit zwei Zehen nicht vis-à-vis. Du musst dann ein bisschen zurückdrücken und ein bisschen Druck drauf geben, dass es schön reinpasst. Ist nicht schlimm, aber sollte besser dastehen. Ich denke immer an Anfänger. Natürlich Leute wie wir, die das wissen, ist es kein Problem. Also doch, manchmal ist es ein Problem, weil wir glauben, wir wissen was und dann liegen wir eben falsch. Das ist der Punkt, wo du immer kommentieren musst, hey, du Banane, hast das vergessen. Hier machst du das in dieses Schraubeloch oder da oder dort. Ist klar. Stoßstange. Schaumstoffmontage, bisschen komisch gemacht. Du hast hier zwei M3 Schrauben, eine 2,5er in der Mitte und du musst noch zwei Plastikteile, die drüllen, festheben und nochmal zwei Schrauben durchschießen. Bisschen übertrieben. Das ist natürlich gemacht, wenn Motor vorne ist. Ist klar. Ritzel hast du nur zwei Möglichkeiten. Nur ein Zahnradgröße gibt es und nur zwei Ritzel. 15er oder 21. Das heißt langsam oder weniger langsam. Schnell geht das Ding nie. Ist auch nicht dafür gedacht. Leider. Und hier siehst du, wie gesagt, also Reglermontage. Servo ist auch nur eingeklebt. Das hasse ich. Wir haben das natürlich gemacht, dass es kompakt ist, dass es tief ist. Das ist nur aufgeklebt, muss die Füße abschneiden. Ist ein bisschen komisch. Na nun. Regler und Receiver, wie gesagt, kannst du auch links oder rechts mit Zusatzteile anbauen, die du aber nicht bekommst. Muss extra bestellen. Und Karo-Befestigung hast du, da hast du, was du willst, für hoch, klein, kurz, Karo montieren ist kein Problem. Es gibt auf diesem Chassis keine Möglichkeit, hydraulische Stoßdämpfer zu montieren. Finde ich ein bisschen schade. Und Achtung, ich habe was Falsches gesagt. Guck mal, den Chassis kannst du nur 210, 225 machen. Weil du musst einen extra Chassisplatten kaufen für die drei andere Größe. Lustig. Weil du hast hier natürlich nur zwei Löcher. Aber die Achse kannst du in zwei verschiedene Löcher in die Achse montieren. Also Heck kann ich verschieben um zwei. Front. Sorry, hier habe ich zwei Möglichkeiten, plus zwei im Bulkhead. Das heißt, ich kann hier vier verschiedene Montage machen. Hier zwei. Weil wir haben ja die Löcher noch da drin. Also kannst du trotzdem viel mehr machen, als was die da sagen. Irgendwie. Also auf jeden Fall habe ich hier genau 210. In hier unter Druckmontage für die vordere Verstrebung. Ist nicht viel, ist eine Kleinigkeit. Hm? 2-3 mm kriegen wir schon hin und mir fehlen die Wellen. Das ist jetzt aber ein blöder Zufall. Nächstes Mal, wie er das Chassis sieht, hoffentlich ist er. Also, wir waren jetzt. Das ist für jemanden, der es nicht weiß. Er hat eine spezielle Karo, wollte unbedingt einen Heckantrieb, wurde im Laden falsch bedient. Die haben gesagt: Ja, das ist ein Heckantrieb mit der Karo und hat ein Frontlage bekommen. Kann nur sagen, typisch dann mir. Nicht schlimm, deswegen haben wir den Chassis gekauft, bauen das Ganze jetzt seine Elektronik hier rein aus der Servo. Ich wollte nicht sein Servo abschneiden. Ich habe jetzt ein Alter von mir genommen. Machen dann seine Elektronik rein mit seinen Rädern auch, die zu dem Chassis passen. Und dann sieht das schön aus und ist ein Heckantrieb, der zu der Karo passt. Weil der Fahrer von dem Auto hatte das echte davon, wo er jung war. Das war von langer Zeit. Und deswegen machen wir das. Der fährt wahrscheinlich nur ein paar Mal, nur zum Plauschen sagen, ich habe das Ding gefahren, so wie es sein soll. Dann geht es auf den Tabla. Kann ich auch verstehen. Ich habe auch hier 50 Autos stehen. Die Montage von dem habe ich ein bisschen schnell gemacht, weil ich habe es eilig. Ich habe das ganze Zeugs dort zum Unboxen. 1, 2, 3, 4, 5 Schachtel. Zwei Tüten, die mehrere Sachen enthalten. Ja, ihr habt es richtig ertappt. Ich war natürlich bei rc3d.ch und konnte nicht widerstehen. Habe ein paar Sachen gekauft. Und es kommt noch eine Big Box von RCK Online. Jungs, ich räume jetzt das alles auf die Seite und dann fangen wir mit dem ganzen Unbox an. Das Zeugs von RCK Online kommt auf Deutsch erst, natürlich klar. Dann Deutsch-Englisch.
Das Zeugs von RC3.de.ch kommt auf Schweizerdeutsch. Da verstehen ja die meisten von euch deutsche Jungs auch was davon. Dann kommt es auf Französisch, Englisch. Und die ganze Run-Videos hat mir jemand hat der Rechter hat gesagt, meistens bist du auf Französisch unterwegs. Bei den Run-Videos kannst du auch an uns denken. Probier es, versprechen tue ich es nicht, es kommt darauf an, natürlich wenn ich mit deutschen Leuten fahre oder mit Schweizer Leuten, ist es auf Deutsch. Aber ja, 99% der Zeit ist es Französisch. Die verstehen ja nichts, wenn ich da einfach auf Deutsch pabbel. Dann fühlen sie sich allein, obwohl wir zu zweit fahren. Weiß ich, was ich meine. Aber ich muss daran denken, also ich probiere es mal. Ich habe jetzt über 50 Autos da, die mir gehören. Ich verkaufe ein paar, aber es kommt, also viele haben gefragt, mach mal eine Liste. Nein, das kann ich mache dann, wenn ich Zeit habe, ein Auto bereit, sauber zum Verkauf und dann mache ich das Video und ja, effektiv, es ist so, die Videos kommen dann meistens auf Französisch zuerst und da verfehlt ja meistens das Zeugs. Kann ich verstehen. Also muss ich da auch irgendwie eine Lösung finden, damit ihr auch dazu kommt. Mach's vielleicht einen Titel auf Französisch und Deutsch, auch wenn ich nur Französisch pabbel. Du weißt, das ist das Auto, das ich da zeige, zum Verkaufen ist. Und dann kannst du mir ja schnell auf Deutsch fragen, ein paar Details, damit ich dir antworten kann. Handkerum, in der Regel, wenn ich ein Verkaufsvideo mache, geht das, in der Regel ist das innerhalb einer halben Stunde verpackt, also verkauft. Höchstens eine Stunde. Wenn es ein spezielles Auto ist, geht es manchmal einen Tag lang, aber das war's. So, wie immer, die das Auto habt, meldet euch, Jungs. Wenn ihr die Montage seht, ich weiß, es ist auf Französisch, aber die Bilder habt ihr ja, da seht ihr viele Fehler. Weil ich könnte jetzt natürlich Mr. Perfect spielen, das Auto angucken, wie es montiert ist, dann die Kamera anmachen und genau erklären, wie alles was wohin muss. Da denkt jeder, oh Mann, der weiß alles. Aber es ist Fakt, wie gesagt vorher, du hast Erfahrung. Ich habe jetzt Erfahrung als 8.1.5er, baue das Ding zusammen und voll aus, was ich weiß. Und am Schluss ist es so, dass es falsch ist, weil es anders gebaut ist. Das habe ich alles auf meinem Bauvideo immer drauf. Die Fehler sind drauf, weil meistens willst du schneller gehen als die Bauanleitung. Ist falsch. Hast du was übersehen? Bist falsch. Bist nicht konzentriert. Was hier der Fall war, ich habe ja bei der Montage saß ich hier, gucke hier drauf und die ganze Zeit hatte ich den ganzen Berg Schachtel, um aufzumachen. Ich bin ein Wunderfitz, ich will wissen, was da drin ist. Natürlich ein paar Sachen weiß ich, ich habe es ja selber gekauft, aber ich will das Video machen, um euch mit euch darüber zu reden. Nicht um euch das vorzuzeigen und sagen, das musst du kaufen, das musst du haben. Ihr wisst, das ist nicht der Sinn von dem Kanal hier. Ich packe aus, was mir gefällt. Oder was ich mal denke, was mir gefällt oder brauchen kann. Erklär mal, was ich darüber weiß oder denke, was nicht immer richtig ist. Und auf jeder Zeit ist immer willkommen, wenn einer dazu kommentiert, um mit uns zu teilen, was er weiß über das Material, was er darüber denkt. Es ist eben eine Diskussion. Ich mache es nicht auf Facebook, es ist in den Kommentaren hier, damit jeder reinsehen kann auf dem Videokanal. Und die, die nicht lesen möchten, die haben einfach nur den Ton von dem Video und die Bilder. Ich bin so einer. Ich bin nicht auf den Forums. Ich bin nicht immer den ganzen Tag am Rumlesen, was da einer geschrieben hat, um dazu zu schreiben. Ich habe es gern auf Video, ich habe die Bilder gern. Es gibt so Leute. Ja, ich mag Zeichentrickfilm. So einfach ist es. Ich mag die. Ich habe den deutschen Namen vergessen. Weißt du, wenn du die Bilder hast mit dem kleinen Dings da, wo das Text drin ist, da habe ich immer. Bin immer über den Text geflogen. Weil ich einfach nur gern angucke. Nein, das heißt nicht Perversling. Tschüss, Jungs, ich gehe jetzt. Ich mache meinen Schachtlauf.